stehe hier mit Thomas Stauf, Co-Trainer von Germania Sachsen, noch heute hauptverantwortlich. Am Ende ein hoher, aber auch verdienter Sieg. Ja, das sehe ich genauso. Wir haben uns in der ersten Halbzeit ein bisschen schwer getan. Das kommt aber auch daher, dass wir gestern in der Gluthitze hier spielen mussten. Die Beine waren schwer, wir haben den einen oder anderen noch im Urlaub gehabt. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich schon das gezeigt, was wir auch spielen können. Und ich denke mal, auch kein unverdienter Sieg am Ende. Wir hatten mit Sicherheit die Möglichkeit, in dem einen oder anderen Spiel mit Sicherheit auch ein anderes Ergebnis zustande zu bringen. Aber da waren wir halt ein bisschen in der einen oder anderen Situation unglücklich, haben Torchancen liegen lassen. Aber ansonsten haben wir uns vorgenommen, heute das Spiel hier zu gewinnen, beim eigenen Turnier das Abschlussspiel hier zu gewinnen. Und das ist uns geglückt und damit sind wir auch zufrieden. Alles klar, dann danke ich dir. Bitte, Thomas. Danke. German Cup 2015, 5. Platz. Zufrieden damit? Ja, ich denke, damit können wir zufrieden sein. Wir haben ja nur klassenhöhere Mannschaften hier. Wir haben gegen Kahn gespielt, die stabilen zwei Ligen über uns, Hünsborn eine Liga über uns und jetzt Betzdorf auch nochmal zwei Ligen über uns. Also da können wir zufrieden sein, wenn wir nicht abgeschossen wurden. Und wir haben ja gute Leistungen gezeigt und wir sind nicht Letzter geworden, sind wir zufrieden mit. Anfangsschwierigkeiten, Rückstand gehabt, 2-0. Wir haben in den ersten 10 Minuten waren wir eigentlich besser. Wir waren ein paar Mal schon auf der Grundlinie. Dann haben wir ein paar Konzentrationsfehler gehabt, 2-0 im Rückstand. Aber ich sag mal, in der zweiten Halbzeit konnten wir dann noch mehr Kräfte mobilisieren, um dann nochmal zurückzukommen und das Spiel dann noch klar für uns zu entscheiden. Es ist ja unser eigenes Turnier, da wollen wir auf keinen Fall Letzter werden und nochmal alles aus uns rausholen. Und wir haben ein paar Anweisungen gekriegt, wie wir im Mittelfeld besser stehen können und halt nochmal die letzten Kräfte mobilisieren nach so 3-4 harten Tagen. Das war halt der ausschlaggebende Punkt, denke ich. Ja, du hast auch ein wunderbares Tor gemacht. Das ist Tor des Monats, Tor des Jahres. Ja gut, bei Ecken darf ich halt mal mit nach vorne gehen, sonst sehe ich ja nur die Mittellinie von hinten. Und wenn der Ball dann in der Nähe ist, dann probiert man halt irgendwie dran zu kommen. Und das war die einzige Möglichkeit. Und wenn der Ball dann natürlich im Tor landet, umso schöner. Sascha Hoffmann, Schlussmann von Rot-Weiß Hünsborn. Habt heute den 3. Platz erreicht. 800 Euro Preisgeld. Ist eine feine Sache, oder? Ja, auf jeden Fall. Erstmal schönen Dank, dass wir an so einem hochbesetzten Turnier teilnehmen konnten. Ist in der Vorbereitung immer eine super Sache, dass man sich auch mit höherklassigen Mannschaften messen kann. Und ich finde, wir haben uns mit dem 3. Platz hier wirklich gut aus der Affäre gezogen und sind auch hochzufrieden mit dem Ausgang vom Turnier. So gute Testspielgegner in so einer kurzen Zeit zu kriegen, die kriegt man sonst in der Vorbereitung relativ schwierig. Und deswegen ist das immer eine super Sache, hier teilnehmen zu dürfen und solche Gegner gegen solche Gegner spielen zu dürfen. Zurückzukommen aufs Preisgeld, 800 Euro für die Mannschaftskasse, kann man natürlich am Saisonende auch schon mal was mit anfangen, oder? Ich finde, 800 Euro, die kann man gut investieren am Ende des Jahres. Es gibt ja mit Sicherheit auch eine Abschlussfahrt oder die eine oder andere Veranstaltung, wo jeder mal beteiligt wird. Und deswegen ist das eine super Sache. Wir sind zufrieden damit. Wir nehmen es gerne mit. Gut, dann danke ich dir. Viel Spaß heute noch. Danke. Ja, Michael Müller, Trainer TuS Erndebrück 2. Ja, unglückliche Niederlage in der letzten Minute. Die Zuschauer und alle hatten sich schon eingestellt auf dem Elfmeterschießen. Trotzdem guter Test heute und auch die zwei Partien vorher hat sich gelohnt. Ja, klar war es zum Schluss halt unnötig, dass wir das Spiel noch verloren haben. Aber wenn man das Spiel im Ganzen betrachtet, haben wir uns heute unwahrscheinlich schwer getan, weil die Brüche, sage ich mal, nicht mehr ganz so da war. Gestern haben die Jungs halt schon gut Betrieb gemacht gegen Betzdorf, das hat man halt gemerkt. Daher war es heute schwierig. Gut, Elfmeterschießen wäre vielleicht nochmal für alle schön gewesen, aber sollte halt nicht sein. Und im Großen und Ganzen auf jeden Fall war es sehr aufschlussreich für mich, das Turnier. Ich konnte halt viel sehen von den Jungs, gerade nach dem großen Umbruch. Und daher auf jeden Fall gelungenes Wochenende. Gestern 9-3 gegen Betzdorf, passiert auch nicht alle Tage. 7 Treffer, 2 Spieler. Heute waren sie nicht ganz so stark, aber ja, was versprichst du dir von den Neuzugängen? Sind halt alle sehr, sehr talentierte Jungs. Weil klar, der Ahmad Ibrahim, der hat schon gezeigt, dass er sehr, sehr viel Qualität hat. Und da gilt halt jetzt, den Jungen weiter zu fördern, weiter zu entwickeln. Und da muss man halt mal sehen. Aber das gilt halt insgesamt für die ganzen jungen Spieler. Ist halt viel Arbeit jetzt. Aber die Jungs sind alle heiß, die ziehen sehr, sehr gut mit. Und ich habe wirklich schon in den 3 Spielen viel mitnehmen können. Und gut, wir haben jetzt noch 4 Wochen Zeit. Und ich verspreche mir schon einiges von den Talenten und das wird schon. Mark Griffel, Trainer der Sportfreunde Siegen, Turniersieg beim German Cup. Ich denke, das Turnier ist eine gute Vorbereitung oder die Tests sind sehr gut. Den Sieg wollten Sie aber schon gerne haben. Ja klar, wenn wir am Turnier teilnehmen, wollen wir natürlich auch gewinnen. Und insbesondere in so einem prestigeträchtigen Spiel gegen Kahn Marienborn will man natürlich die Oberhand behalten und Turniersieger werden. Insgesamt gesehen die 3 Spiele für die Vorbereitung. Hat was gebracht?
hat was gebracht. Wir haben ja immer die Distanzen über 2x45 Minuten bis auf heute. Aber ich habe die Spieler noch mal in relativ kurzen Abständen gesehen. Jeder hatte noch mal die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Und unterm Strich sind wir auch völlig verdient Turniersieger geworden. Wir waren die beste Mannschaft. Obwohl, erste Halbzeit hat Kahn schon taktisch, spielerisch, kämpferisch gut dagegen gehalten. Zweifelsohne. Das erste Halbzeit war ein ausgeglichenes Spiel, waren auf beide Seiten weniger Torchancen, klare Torchancen, aber in der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert und demzufolge auch verdient gewonnen. Ja. Thorsten Nierbauer, Trainer vom 1. FCK Marienborn. Ich sage jetzt mal, erste Halbzeit völlig offenes Spiel. Ja, zweite Halbzeit, ja, zwei Fehler, individuelle Fehler aus meiner Sicht und dann kam hinten raus nicht mehr viel. Ja, erste Halbzeit habe ich uns eigentlich klar besser gesehen noch. Ne? Wir haben das umgesetzt, was wir machen wollten, in unserer Kahnzone stabil gestanden, ja. Haben 3-4 sehr gute Torchancen auch gehabt, wo wir da die letzte Konsequenz oder die letzte Spritzigkeit gefehlt hat. Man darf nicht vergessen, wir sind erst am 5. Tag im Training. Ich glaube, die Sportfreunde sind schon etwas länger da, das sieht man dann zum Ende hin. Wobei trotzdem meine Mannschaft bis zu diesem Gegentor eigentlich sehr gut gespielt hat auch und eigentlich in der zweiten Halbzeit bis zu diesem Gegentor eine sehr, sehr gute Phase hatte, auch immer wieder das Spiel weit weg vom Tor gehalten hat. Ja, und dann kommt halt ein blöder Ballverlust im Mittelfeld, den darf nicht passieren, passiert, haben noch nicht mal keinen Zugriff bekommen. Ja, und dann passiert halt auch mal so einem Torwart, dass er den Ball nicht richtig abklatscht, ne? Weil muss er eigentlich halten, aber das ist halt Torwartgeschäft. Und dann mit diesem Gegentor hat das Spiel ein bisschen gedreht, weil die Jungs dann gedacht haben, oh, wir sind ein bisschen müde, haben wir keinen Zugriff mehr gekriegt und machen dann natürlich nochmal ein Geschenk mit einem Fehlpass. Hat dann der Spieler mit der Nummer 4 auch sensationell ausgenutzt. Ein sehr schöner, qualitativ starker Spieler. Ne, das macht Spaß, dem zuzugucken auch. Und dementsprechend war da zum Ende dann die Niederlage dann auch berechtigt. Ne, weil wir haben einfach da nicht unsere Chance ausgenutzt und haben dann selber halt diese zwei Dinger gemacht. Aber überbewerten darf man das nicht. Wir sind im 5. Tag im Training. 3 Spiele jetzt in diesen 5 Tagen in den Knochen. Da sind die Jungs noch weit, weit weg von in dem Fitnesszustand, wie ich sie haben möchte. Dementsprechend habe ich aber schon viel Positives gesehen. Die Spielanlage war da, der Einsatz war da und darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Ja, wir hatten uns im Vorfeld schon mal unterhalten zum frühen Zeitpunkt. 3 so Testspiele gegen qualitativ gute Gegner, bringt aber trotzdem was. Ja, ich bin da Fürsprecher, weil es geht ja nicht nur darum im Fußball, nicht immer nur um die Trainingslehre, ne, eines Trainers, sondern es geht darum, wir sind hier im Siegerland, das ist ein Traditionsturnier, wir wollen uns präsentieren von Leuten, wir wollen, im Endeffekt gehört sowas auch dazu, um Leute kennenzulernen, Fußball verbindet und das ist ja dieser Germanen Cup und nichtsdestotrotz hat man dann auch noch 3 gute Testspiele, muss man sagen und dementsprechend, wir sind ohne größere Verletzung rausgekommen, das ist auch immer was Positives, ganz klar. Und für uns war das ein Gewinn. Wir haben schon einen guten Einstand in unsere erste Trainingswoche gehabt. Viele positive Sachen, viele Sachen gesehen, wo wir dran arbeiten müssen. Das ist auch immer ganz wichtig für einen Trainer. Und dementsprechend sehe ich alles nur, was um dieses Turnier ist, positiv. 4 Tage, super Wetter, 30 Grad und mehr. 41 geschossene Tore in 4 Tagen. Also ich glaube, der Fußballgott hat es richtig gut mit uns gemeint. Mir bleibt eigentlich nur übrig, Danke zu sagen an die, die hier mitgemacht haben. Natürlich danke an allererster Stelle an die Spieler, die hier bei teilweise subtropischen Temperaturen gespielt haben. Also auch den Schiedsrichter ein herzliches Dankeschön und einen dicken Applaus, denn die haben auch eine tolle Leistung hier gemacht. Ein Danke an die Zuschauer, danke an die Helfer, die hier zahlreich uns unterstützt haben an den 4 Tagen, 75 Helfer an der Zahl. Danke an die Sponsoren, mittlerweile ja eigentlich das Wichtigste bei so Turnieren, nur so können wir auch ein Preisgeld von 4.500 Euro sicherstellen. Zum Schluss natürlich Dank an die Presse, die hier an allen Tagen vorbildlich und toll über unser Turnier berichtet hat und haben. Unser Premium-Presse-Club, sage ich mal, ist die Expressi aus Siegen. Unser Partner über Jahre schon, die hier filmen, die das Endspiel gefilmt haben, die Interviews gemacht haben, die Pressekonferenz gemacht haben. Vielen Dank an Expressi, denn die begleiten uns schon seit Jahren. Herr Reiner hat mir schon fast alles vorweggenommen, was ich hätte sagen können und wollen. Allerdings möchte ich ganz herzlich dem Förderverein, den großen Germanen, danken, dass sie jetzt zum 17. Mal dieses hervorragende Turnier auf die Beine gestellt haben mit ganz hervorragenden Mannschaften.
die hier über 4 Tage ganz hervorragenden Fußballsport geboten haben. 6. Platz beim diesjährigen Turnier German Cup 2015 geht an die SG Betzdorf, 400 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt kommt heute ein 5. Platz bei der Lesung Feld hier beim German Cup. Unsere heimische Germania aus Sassendorf. Herzlichen Glückwunsch, Germania Sassendorf. Ja, super. Danke. Das geht an Tusche Endebrück, die quasi mit der letzten Sekunde, mit dem letzten Schuss des Spiels den 4. Platz einnehmen mussten. 600 Euro an Tusche Endebrück, 2. Mannschaft. Herzlichen Glückwunsch. Dann kann ich nur sagen, Schluss ist gut, nach Hause weg und ein schönes Wochenende. Ciao.